Frau Tulu, guten Tag. Ich freue mich sehr, dass es klappt heute, dass Sie für das Gespräch Zeit gefunden haben. Sie waren 2017 in der Türkei festgenommen worden, saßen dort über 7 Monate in Haft. Kurz vor Ihrer Entlassung begann dann der Prozess gegen Sie. Ihnen wurde Ja. vorgeworfen, Mitgliedschaft in einer Terrororganisation und Terrorpropaganda. Sie durften dann zurückkehren nach Deutschland im Sommer 2018. Und der Prozess hatte sich aber jetzt ja, beinahe 5 Jahre lang gezogen. Nun kam der Freispruch. Wie fühlen Sie sich jetzt nach dem Urteil? Nach dem Urteil ist es eigentlich, sollte es eigentlich eine Erleichterung sein, denn der Prozess hat sich tatsächlich fast über 5 Jahre hinweg durchgezogen. Noch bin ich nicht erleichtert, weil natürlich die ganzen Nachwehen noch da sind. Aber hauptsächlich geht es mir wirklich darum, dass der Prozess ein Ende gefunden hat. Was dabei rausgekommen ist, ist tatsächlich für mich irrelevant. Es geht nicht darum, einen Freispruch oder eine Haftstrafe zu bekommen, denn wir haben von Anfang an nie von einem Rechtsstaat gesprochen und immer wieder betont, dass es ein politisch motivierter Prozess ist, der auch nach politischen Interessen ja, geendet ist wahrscheinlich. Von daher ist das Urteil eigentlich völlig lo losgelöst von de dem, was ich jetzt spüre. Es ist eher eine Erleichterung, weil das ganze Prozedere endlich beendet ist. Vergangenen September hatte die türkische Staatsanwaltschaft ja auch schon beantragt, die Anklagepunkte gegen Sie fallen zu lassen. Wie erklären Sie sich das und was war das für ein Gefühl im vergangenen Jahr? Ja, eigentlich hat die Staatsanwaltschaft genau das gemacht, was sie machen musste. Dieser Fall war von Anfang an konstruiert. In der Türkei ist es leider so, dass Menschen erst inhaftiert werden, ihnen dann der Prozess gemacht wird und anschließend die Staatsanwaltschaft und die Exekutive versucht, Beweismittel zu finden. Und in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass es gar keine Beweismittel gibt, also dass der Tatbestand, der den Menschen vorgeworfen wird, gar nicht beweisbar ist, weil es sich nicht auf irgendwelchen Stützen oder Pfeilern stützt. Und auch in meinem Fall war es so, es war von Anfang an allen klar, dass dabei nichts rauskommt. Die Staatsanwaltschaft hat darauf gepocht, diesen Prozess weiterzuführen, obwohl ich ja dann auch 8 Monate später freigelassen wurde. Und es war davon auszugehen, dass dieser Prozess irgendwie endet. Natürlich idealerweise mit einem Freispruch. Aber wir sehen auch in anderen Fällen, dass Menschen Haftstrafen bekommen, obwohl nichts bewiesen werden konnte. Also die Beweislage an sich ist gar kein Anhaltspunkt in der Türkei, sondern es geht wirklich darum, möchte der türkische Staat diesen Prozess jetzt beenden oder wollen sie es hartnäckig weiterführen? Und in meinem Fall war es so, die Öffentlichkeit war so groß, der Druck war so enorm, dass sie einfach dieses Problem aus der Welt schaffen wollten. Sie haben jetzt auch gerade schon über andere Fälle gesprochen. Wie ordnen Sie das vielleicht auch in einem größeren Kontext jetzt ein, auch für andere JournalistInnen, die teils in der Türkei noch in Haft sitzen oder die auch ja, seit vielen Jahren auf ihre Urteile warten? Dieser Prozess ist eigentlich sehr wichtig, jetzt nicht in Anbetracht meiner Beurteilung, sondern generell, weil durch unsere Prozesse, durch die Prozesse der deutschen Staatsbürger hat die Welt nochmal auf die Türkei geblickt, hat ein genaues Augenmerk drauf gelegt, was dort vor sich geht. Und das ist deswegen wichtig, weil dann dadurch eben auch die türkischen Journalistinnen und Journalisten und Menschenrechtsaktivisten nochmal gesondert eine Aufmerksamkeit bekommen haben. Natürlich gibt es Fälle, die sowieso schon sehr populär sind. Beispielsweise gestern gab es hier nochmal den Prozess, den Gezi-Prozess, wo auch Osman Kavala, ein Kunstmäzen, verurteilt wird und seit fast 5 Jahren in Haft ist. Diese Fälle werden dann nochmal genauer beobachtet und ich glaube, es ist einfach wichtig, immer wieder mal das Augenmerk trotzdem auf die Türkei zu richten und zu schauen, was in diesem Land eigentlich vorgeht. Und man wird sehr schnell entdecken, dass nicht alles mit rechten Dingen zugeht und dass es auch mit unserer Rechtsstaatlichkeit oder auch generell mit einer Rechtsstaatlichkeit in Demokratien zu tun hat. Sie besitzen auch Sie besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft, haben vielleicht auch ja, auf gewisse Art und Weise einen doppelten Blick auf die Dinge.
Wie beurteilen Sie auch die Rolle der Bundesregierung? Also schöpft Deutschland auch seine Möglichkeiten aus im Hinblick auf den Umgang mit der Türkei, auch was Menschenrechte betrifft? Das Verhältnis zwischen der Türkei und der Bundesrepublik ist ja ein sehr enges Verhältnis eigentlich. Es gibt viele Gründe dafür. Es gibt Abkommen, aber auch Handelspartnerschaften, die diese Beziehung schon seit Jahren pflegen. Dennoch finde ich, dass ein vertrauenswürdiger und gerechter Partner ein besserer ist als einer, der sich nicht an Grundlagen und Rechte hält. Die Türkei hat immer wieder sich an Vereinbarungen und Abmachungen nicht gehalten. Seitens der Bundesregierung gab es dann immer wieder mal ja, Androhungen, kann man sagen, oder auch ja, Hinweise, dass man sich ja daran halten sollte. Aber wir sehen trotzdem, dass die Türkei sich nicht an das hält, was sie eigentlich verspricht in den meisten Abkommen und Abmachungen. Von daher ist es, finde ich, ein sehr schwieriges Verhältnis, das zwischen der Türkei und Deutschland. Denn ich finde, unsere Außenpolitik muss sich an die Menschenrechte orientieren und auch an die Grundrechte der Menschen. Von daher sehe ich leider keine große Hoffnung, dass die Türkei das in absehbarer Zukunft hinbekommen wird. Es sind sehr viele Menschenrechtsverletzungen aktuell am Laufen. Wir sehen tagtäglich, was die Menschen dort erfahren müssen. Auch die wirtschaftliche Lage macht es besonders schwer, in diesem Land zu leben. Von daher wünsche ich mir schon, dass Deutschland, aber auch die EU konsequenter handelt, auch zugunsten der Menschen, die dort leben. Ja, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und auch für Ihre Zeit. Noch Vielen einmal Dank. gesagt, Sie sind jetzt nach fast 5 Jahren Prozess endlich freigesprochen. Dankeschön. Ja, danke schön.